Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir sind in der Apostelgeschichte und wir kommen zum dritten Teil. Wir endeten den letzten Teil mit dem Judas-Ersatz. Ein anderer musste seinen Platz einnehmen und wir wollen diesen Gedanken weiterführen. Und zuerst lesen wir Kapitel 1 und Vers 23. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Der eine hatte drei Namen, der andere nur einen. Als ob der eine etwas darstellte auf menschlicher Ebene und der andere weniger prominent war. Sehen wir uns die Bedeutungen der drei Namen an, würde man denken, na, das ist unser Mann, den wir suchen. Josef heißt Gott gibt dazu. Justus heißt gerecht. Barsabbas hat verschiedene Bedeutungen und wir geben eine bekannt. Der Sohn des Sabbats. Na, Matthias ihm gegenüber hatte nichts Großes beizutragen. Na, und dann wollen wir weiterlesen, Verse 24 bis 26. Und beteten und sprachen, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von den beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wo er hingehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Es beginnt mit einem ganz interessanten Titel. Und sie beteten. Sie schauten nicht einfach auf äußerliche Prominenz und wollten auch nicht die Verantwortung übernehmen, die Wahl zu treffen. Die Apostel verstanden, dass es hier nicht um den freien Willen des Menschen ging, sondern um eine Sache, die Gott allein beschließen konnte. Es ist auch für uns dasselbe. Wir beten, weil wir Gottes Wille suchen. Manchmal braucht es gute Unterscheidung zu entscheiden, wie weit wir gehen können und wo Gottes Souveränität ins Spiel kommt. Und dann fährt Lukas fort. Der du aller Herzen kennst. Wie schon gesagt, das Äußerliche des Menschen kann uns leicht täuschen und uns zur falschen Entscheidung bewegen. Wir sind alle fähig, das wahre Ich gut zu verbergen, vor unseren Freunden und Familien. Gott kennt das Herz eines jeden Menschen und nichts bleibt ihm verborgen. Wenn Petrus schreibt, aller Herzen, schließt es auch dich und mich ein. Die Bibel ist nicht ein Buch für andere. Sie wurde für uns geschrieben. Die Apostel trafen eine gute Entscheidung, die Sache dem Herrn zu überlassen. Zeige uns, welcher von beiden. Sie wollten ein Zeichen. Und dann der nächste Untertitel, das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat. Hier kommt die alte Frage. Hatte Judas die Wahl in dieser Sache oder war er vorbestimmt, Christus zu verraten? Ich kann nur sagen, was ich selbst persönlich glaube. Wir müssen einen bestimmten Unterschied sehen, in was im Rahmen der Zeit geschieht und was in der Ewigkeit besteht. Jedes Konzept hat seine eigene Dynamik. Gott lebt in der Ewigkeit, welche über der Zeit steht und darüber bestimmt. Wir auf der niedrigeren Ebene sind begrenzt innerhalb der Zeitmessung. Der Gedanke kommt in den Vordergrund, wenn es um Vorbestimmung Gottes geht. Er weiß zum Voraus, welche Wahl oder Bestimmung wir machen. Wir aber in dem Konzept der Zeit haben den freien Willen zu entscheiden, sind wir für Gott oder gegen Gott. In der Sache von Judas
hatte er den freien Willen, ob schon viele Meinungen geäußert wurden. War es um des Geldes wegen oder um von Jesus etwas Politisches zu erzwingen? Wir wissen es nicht. Gott andererseits, auf viel höherer Ebene der Ewigkeit, wusste im Voraus, was Judas tun würde und brauchte seinen Entscheid zu seinem Vorteil in seinem ewigen Ratschluss. Die Debatte zwischen Arminianismus und Calvinismus kann auf ähnliche Weise gelöst werden, ohne die Souveränität Gottes zu beeinträchtigen. Ja, dann schreibt Lukas, um an den Ort zu gehen, wo er hingehört. Es ist wiederum Judas, der den Entscheid traf, Jesus zu verraten. Gott schickt niemand durch Prädestination in die Hölle. Wir haben es in unserer eigenen Hand, es zu vermeiden. Was aber von jenen, die noch nie von Jesus gehört haben, ist die Frage. Aber bevor diese Frage gestellt wird, ist es wichtig, dass wir uns selbst betrachten und eine Entscheidung für Jesus machen. Denn wir haben gehört. Dann haben wir noch unsere Familien und Nachbarn zu erreichen mit dem Wort. Aus dem Römerbrief 10,13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ja. Paulus hat es aus Joel geholt, Kapitel 2 und Vers 32. Wie können wir den Namen des Herrn anrufen, wenn wir noch nie von ihm gehört haben? Es ist eine gute Frage und die Antwort gibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 1 und Verse 18 bis 20. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Lasst uns den Gedanken näher betrachten. Gott ist zornig gegen die Menschheit, weil sie ihn nicht anerkennt als den wahren Gott. Sie leben nach ihrem eigenen Gutdünken und bestimmen selbst über Gut und Böse. Der Mensch im Dschungel, der noch seine Mitmenschen frisst und Berge, Sonne und Stücke Holz anbetet, die er geschnitzt hat, weist darauf hin, dass er auf der Suche nach einem höheren Wesen ist. Als Gott den Menschen formte, gab er ihm etwas von sich selbst mit auf den Weg. Er blies seinen Odem in ihn. Es ist ein geistlicher Drang nach Gott, dem wir nicht entfliehen können. Das ist auch der Grund, warum der primitive Mensch sich eine Religion schafft. Deshalb die Worte von Paulus. Sie sind ohne Entschuldigung. Sie haben keine Entschuldigung, weil Gott es ihnen bekannt gemacht hat aus dem Himmel und das an jedem Menschen. Die Schöpfung selbst schreit uns an und bezeugt die Existenz eines Schöpfers. Dazu kommt noch der Drang, einen Gott anzubeten. Aber wie kann es das Problem des Dschungelmenschen lösen, der noch nie von Jesus gehört hat? Ja, er ist umgeben mit der Natur. Viel mehr als der Mensch in einem Betondschungel von einer Großstadt mit künstlichem Licht und Verkehrslärm etc. Wenn er den Sternenhimmel sieht, den Sonnenaufgang, die Pflanzen- und Tierwelt, dann ertönt die innere Stimme, Gott ist. Er hat die gleiche Möglichkeit wie jeder andere auszurufen, ist da ein Gott, dann zeige es mir. Es ist unglaublich, wie Gott es tun kann. Und hier ein kleines Beispiel. Ein Missionar, der den Weg verloren hat im Dschungel, kommt am nächsten Tag vorbei und bringt ihm das Evangelium. Warum? Weil er Gott angerufen hat.
Die Bibel sagt uns, dass wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Der Mann in der Stadt. Er hört ein Klopfen an der Tür. Oder kriegt einen gläubigen Nachbarn. Der Mensch, der Schiffbruch erlitten hat, begegnet einem einsamen Segler, der ihm das Wort Gottes zuspricht. Dann machen die Worte Sinn. Sie sind ohne Entschuldigung. Wir können ruhig sagen, Judas machte seine eigene Wahl. Innerhalb unseres menschlichen Verstandes. Gott wählt ihn erst, nachdem er seiner Ewigkeit sah, und in seiner Ewigkeit sah, was Judas tun wird. Wie ist es dann, dass so viele Menschen Gott nicht anrufen und falsche Entscheidungen treffen? Weil wir Gegner haben und eine Opposition auf geistlicher Ebene besteht, die es vereiteln will, dass wir zur Erkenntnis Jesu kommen. Es ist gut beschrieben im Epheserbrief, Kapitel 6 und Vers 12. Dann kommt der nächste Untertitel, und sie warfen das Los über sie. Es war kein Glücksspiel, sondern sie erforderten ein Zeichen von Gott. Er traf dann die Entscheidung für sie. Es war aber nicht eine Bewilligung des Herrn, so zu befragen, als ob es ein Zauberwort wäre. Das Los fiel auf Matthias, auf den weniger prominenten Jünger. Es war auch gut so, denn wir machen oft falsche Entscheidungen durch das Ansehen der Person. Uns ist die Gabe der Unterscheidung gegeben im Neuen Testament. Und wir vertrauen dem Heiligen Geist, uns zu führen in solchen Angelegenheiten. Also bis dahin heute und Gott segne euch bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder zusammenkommen im Gospel Loft. Ja. Ihr könnt es auch weiterleiten, diese kleine Botschaft. Wenn ihr jemand auf dem Herzen habt, der es hören sollte, damit das Evangelium gepredigt wird. Also dann bis zum nächsten Mal. Amen.